Gott hat Ehe, Familie und Kirche nicht erfunden, damit du glücklich bist. What? Doch, also zumindest Beziehung, oder? Nein, er hat es erfunden, damit du innerlich stirbst. Weil Jesus sagt, wenn du dein Leben gewinnen willst, musst du es geben. Und zwar dein Ego stirbt. Und er hat sich überlegt, den Adam angeguckt, hat sich überlegt, wie kann der Kollege sterben, der kleine stolze Sack? Ich schenke ihm eine Frau. Und die ist so anders als er, das wird ihn so ans Limit bringen, der kann nur noch auf den Knien überlegen. Und dann schenkt er die Frau und der ist total überfordert, der Adam, ist ja, wieso hast du mir sowas, hättest du mir nicht einen Mann schenken können, die ist so anders. So. Und dann denkt sich Gott, wenn der stolze Sack immer noch nicht auf die Knie geht, dann schenke ich ihm Kinder. Weil dann kann er nicht mehr. Dann macht er die weiße Fahne und sagt, ich gebe auf, was da alles aus mir rauskommt, ist so schockierend und so erschreckend. Ich dachte, ich wäre so reif, aber ich bin so unreif, wenn ich mir gucke, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Welcome to real life.